Ja, hallo, liebe Zuschauer und Freunde. Ich bin heute in Bruchsal, hier im Karlsruhe-Land-Wahlkreis. Wir haben drei Infostände hier aufgebaut. Der Kreisverband hat mich hier eingeladen, dazuzukommen. Habe ich natürlich gerne gemacht. Unglaublicher Zuspruch bei der Bevölkerung und sehr viele interessante Gespräche geführt. Sie sehen, die AfD ist vor Ort und wir kümmern uns hier tatsächlich um die Nöte und Sorgen der Bürger und können immer mehr Leute von unserer Politik begeistern. Dazu gehört es eben auch, dass man auch in praller Sonne hier im Bruchsal Innenstadt Flagge zeigt. Und da muss ich echt sagen, dickes Lob an den Kreisverband. Drei Infostände hier aufgezogen. Sowas ist wirklich Leistung vor Ort. Freut mich, dass wir hier so einen aktiven Kreisverband haben. Ja, wir stehen hier in Bruchsal, am Pavillon, in der Fußgängerzone, mitten in der Fußgängerzone, in der wir heute drei Informationsstände hatten. Und zwar drei Stände, in denen wir über kommunale Themen gesprochen haben. Sei es der Einzelhandel, unser Verkehrsstau, der Verkehrskollaps, wie kann man dagegen agieren, hat die Stadt Lösungen da dafür. Genauso wie wir heute eine Bürgerbeteiligung haben, in der wir Unterschriften sammeln, dass die Bürger von Heidelheim selber entscheiden dürfen, ob bei ihnen eine Asylantenunterkunft mitten ins Dorf kommt. Und wir hatten sehr großen Anspruch bei strahlendem Sonnenschein, ein tolles Team, das hier mitgeholfen hat. Und ja, wir freuen uns darüber, endlich mal wieder da sein zu können, aktiv sein zu können in der Öffentlichkeit. Und ja, es war erfolgreich.